Hallo, mein Name ist Thorsten Schwarz vom Yagisa Dojo. Heute wollen wir uns mit dem Training speziell an der Gyokuru beschäftigen. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, irgendjemand etwas über richtig oder falsch erzählen zu wollen oder den Zeigefinger erhebend andere zu belehren. In diesem Video geht es wirklich nur ums Training und nicht um Techniken des schnellen Tötens oder des Beeindruckens, sondern wirklich nur um Training. Habt viel Spaß und bis bald, vielleicht bei uns im Yagisa Dojo. Zauber ist, und das macht das super, geh noch näher ran vom Schwerpunkt. Versuch dich mehr unter ihm zu graben. Jetzt. Sehr gut. Nochmal. Hoch. Weiter. Hep. Wechseln. Hep. Das war nach hinten, nach vorne. Und kein Chulanuk. Nochmal. Jetzt steigt vorne ein. Ja, okay. Das ist die andere Seite. Wechsel. Okay. Wichtig ist, wenn wir hier reingehen, ja, ich öffne vielleicht sogar hier eine Angreifung. Wow. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, mit haben wir wieder unsere Tools. Wow. Okay. Wir könnten es mit direkt hier in Happentechnik machen und ihn dementsprechend werfen. Okay? Schön ist, wenn er sich bewegt. Okay? Kennen wir. Musudori. Ja? Was auch immer du da gehst, wenn ich mich festhalte, jetzt hier, er will aufstehen, ich breche hier die Balance. Das ist richtig. Ja, und dann, boom, bin ich wieder derjenige, ja, und wir arbeiten hier wieder ein bisschen Hakko, hohe Technik, ja, und so weiter. Geh gleich rein, wenn du deinen ansetzt, ja, wie auch immer. Du kannst von oben, von der Seite, macht eure Erfahrungen, ja, zieh ihn drüber. Jawohl. Selbe Idee oder als Ski oder als Boschiken, jede Art von Waffen wäre möglich. Okay? Ist für uns hier aufnehmen. Ja, ich glaube, bewusst wohl die Hand nach unten. Was wird der jetzt tun? Zurückziehen und folgen mit der anderen vor und nach vorne. Nein, definitiv, wie du schon gemerkt hast, würde die Hand bestimmt nicht da stehen lassen. Irgendwas wird passiert. Entweder mit greifen. Oder aber er wird sich zurückziehen, um die andere anzusetzen. Ja? Gehen wir mal nur davon aus, dass er sich zurückzieht. Ja? Okay? Ja? Das ist der Schlüssel für mich. Und dass er zurückzieht, merkt ihr? Und schon kommen wir in die Firmatentechnik. Wenn er sie zurückzieht, ja? Merkt ihr? Schon kommen wir wieder in diese Firmatentechnik. Ja? Macht Sinn. Wir könnten jetzt alle durchmachen.
Das erklärt auch, warum wir hier arbeiten mit den Kion-Sachen. Wenn wir zum Beispiel den Onikodaki üben, ja, das haben wir früher so gemacht, er lässt natürlich nicht los. Ich will ihn loswerden, kannst du dich erinnern, ja. Dann kannst du boxen, versuchen dich zu erreichen, merkt ihr? Ja? Das war früher so eine von vielen Möglichkeiten. Ja, es gibt ja kein richtig, kein falsch. In den ganzen Jahren wurde auch das Kyunhapu verschieden unterrichtet. Ist momentan nicht das, was wir wollen. Für uns ist wichtig, ja, wenn er boxt, dass hier die Kontrolle ist. Und egal, was jetzt passiert, merkt ihr hier öffnet, ja, arbeiten wir. Die zweite lassen wir beide mal außer Acht, um das Gefühl hier rauszubekommen. Ja? Drückt mal rein. Ja, merkt ihr schon, ist relativ stabil. Ja? Okay, ja, macht dein Ding. Ja? Und wenn er sie zurücknimmt, das, was passiert. Merkt ihr, ja? Merkt, was passiert. Ja? Und dann, ab, dann geht es runter. Und damit arbeitet ihr jetzt ein bisschen. Ohne der dazugehörigen Kontertechnik oder ich bin hell, sondern nur dieses Gefühl. Okay? Ja? Und los. Okay, so, wenn ihr bockt, ihr müsst euch überlegen, merkt das, das ist ihr, das ist das, was wir erreichen. Nicht die hintere Hand muss immer nach oben gehen, das ist dieselbe Idee. Ja? Okay, ja, und jetzt habe ich immer noch die Möglichkeit, Musidori, was auch immer anzuhalten. Okay, je nachdem. Okay. Kommt hoch, ja. Das kannst du jetzt machen, wie du magst. Oh, los. Da, du hast noch mal hier. Nee. Da hält sich dir den Rubel auf den Hals. Okay, also das ist das Gefühl. Die Sandchen, warte, danke. Diese Bewegung. Okay, und dann gerade. Dann kann auch hier sein. Ja, dass ich gleich sein Helm greife. Er setzt mir das hier, das ist diese Sandchen-Tanken, als eine Taffer für, ich packe einfach zu, was ich zu packen bekomme. Ja, das ist auch eine Sandchen-Tanken. Und sind denn ja nie, ne? Welches auch immer. Ja? Magst du vorher schon eins aussuchen? Nee, das lasse ich mir so eingehen, wenn es so weit ist. Okay. Selbe Idee, ja, bah, wenn ihr die zweite Hand kommt, ja, merkt auch hier, dieses Greifen, die Stabilität, er geht natürlich dagegen an, ja, Kraft, und da arbeiten wir und brechen die Balance. Das ist bei Ski, merkt ihr, ich bewege mich auch nicht so hoch, bewege mich auch nicht so viel, ja, okay, ja. Das ist das, was passiert. Die Hongarmee steht natürlich jetzt nicht mehr so grundlegende Position. Ja, und jetzt nochmal angreift. Merkt ihr es? Haben wir hier schon? Hier nach oben. Wir kommen mal noch weiter. Und okay, arbeitet daran schon gefühlt. Vernachlässigt aber nicht die Distanz. Geht nicht. Wenn er jetzt ohne zu boxen, einfach ohne einen Schritt zu machen, merkst du es ja nicht rein. Wenn er einen Schritt macht, geh hier vorbei, hier ist die Kontrolle. Okay, was auch immer passiert, ja, macht er nicht das Ding. Merkst du es? Jetzt habe ich hier, ja, Ganseki oder Nushidori, den Eingang, um beim Kion zu bleiben, ja. Bah! Ja. Okay, und dann merkt er, dann machen die Kions, machen dann Sinn. Okay, ja. Und man kann hier agieren. Ja. Und spielen. Ja, sagt mal vorm Training, falls jetzt irgendeiner meint, warum ist es immer so grob zu dem? Ja. Der sagt immer, gib mir. Ja. Das ist dieses Gefühl. Und was ihr nicht seht, der hat einen Muskel, der hat schon eine Kraft. Wenn ich das so mache und der benutzt seine Kraft, habe ich keine Chance. Ja? Jetzt.
Okay. Und ich bin ein alter Mann und der steht im Saft seines Lebens. Und hier? Nein, guck, genau. Und hier ist der Eingang. Okay. Jetzt wissen erst den Kions, warum die Hand hochnehmen. Guck mal am hinteren Bein. Merkt ihr, schneiden die Balance durch? Ja. Jetzt kickt man den vorderen Bein. Ah, jetzt wissen wir auch, warum wir im vorderen Bein kicken. Weil bei Koko geht meistens schon die Diskussion los, warum im vorderen, warum im hinteren. Ja, jetzt drückt, macht Sinn. Wenn ich die nach hinten drücke, kann ich wieder zeigen. Merkt ihr, zack, mir noch einen reinklöten oder ein Knie. Probier es vom hinteren Bein. Ja, macht keinen Sinn. Jetzt. Okay. So. Der Unterschied zu der Gyoko, der Kindergarten, ja, vielleicht hier, merkst du dir kurz im Moment. Bei Füße, ob du jetzt hier Renyo-Prinzip oder erinnern wir uns, ja, ja, das macht dann weh, ja, merkst du es? Boah, ja, jetzt Koko, ja, der könnte jetzt spielen, dass er mit der anderen Hand greift. Oder kommt, merkt es, Bock. Und schauen Sie mir ein Rennen. Ja, Box, Box. Rennen. Und dann haben wir den Übergang. Und schon werden aus diesen trockenen Denschuss, wo man sagt, das funktionieren so nicht, wird überall, ah, das ist nur, da gibt es Konzepte. Und dann werden der heilige Hengast rausgeproduziert, ohne wirklich erstmal das lebendig werden zu lassen. Durch Technik kommt die Intuition. Vollkommener Widerspruch. Dennoch ist sie das wirklich. Und dann werden die Dänches lebendig und plötzlich macht Sinn, dass man diese Sequenzen in Anführungszeichen sogar auch noch anwenden kann. Ja? Hier ist, okay, jetzt ist hier, da ist der kurze Übergang. Jetzt kickt er und ich gehe hier zur Seite. Okay? Und hier bringe ich die Hand zu ihm. Er wird so von alleine wahrscheinlich zurückziehen. Oder kommt nach vorne. Oder sonst was. Jetzt ist meine Hand hier. Ich gehe hier hoch. Okay, wenn der Typ wieder freikommt. Warum haut er jetzt nicht oben drauf? Ah, genau. Ah, wir kommen hier gleich dazu. Ja, obwohl hier oben offen ist, ist hier ein Fenster. Wenn ich jetzt angreife, kann ich ihn hier viel leichter greifen. Merkt ihr? Okay, dann sind wir wieder in unseren. In unseren Techniken, was auch immer wir da draus machen. Okay? Das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Dann gehen wir kurz hin. Ja? Dann haben wir ja auch angefangen. Ja, Box, Box. Dann gibt es ne? Was auch immer. Ja? Gut, das ist heute. Okay. Ja, jetzt kippt er oder stinkt jetzt. Und hier greift er. Hier ist mein Teil. So, während ich jetzt zu ihm gehe oder er fliehen will, wie auch immer, ist jetzt seine Intuition nicht von dir zu boxen. Das macht doch keinen Sinn, du kannst so hart boxen. Box? Ja, Box? Box? Du kannst auch rumboxen. Macht keinen Sinn. Wenn er jetzt aber hier rumgeht, ja, macht Sinn, weil allein schon deswegen, wir haben es gestern schon gemacht, wenn ich jetzt hier hebe und er bleibt da, dann hat er die Arschkarte. Wenn er gut ist oder was zugeben wir darüber, hat er hier schon die Möglichkeit, Zeit zu schinden. Macht ja Sinn, weil er ist ja nicht doof deswegen. Auch wenn er ein Unke ist, anfangs ist es, bleibt er da unten. So. Hero und alle Leute klatschen. Im Real, wenn er wieder freikommt, was tut er? Ja, merkst du es? Okay. Und jetzt, wenn die Hand hier hochgeht, am Boxer wahrscheinlich hier unten, das ist die Idee von Captain McGarry. Ja, jetzt kommen wir hier rein. Ja? Okay, und deswegen, wenn er angreift, merkt ihr, gehen wir hier rüber. Riech, schraub dich raus, versuch da rauszukommen. Okay, merkst du es? Und da ist Power. Entweder er kommt wieder vor oder zurück oder macht irgendwas, er könnte auch wieder drehen. Nur, du siehst, er könnte wieder drehen. Hast du aufgepasst, ne? Bringt dir nichts. Du könntest eher wahrscheinlich im vorderen Bein versuchen. Ja, merkt es. Okay. Wenn er es wirklich tun wollen würde, kann ich jetzt sagen, am hinteren Bein, jetzt sehe ich es immer wieder beim Anfang. Gut, wenn du bla. Okay. Nee, der Typ ist clever. Ja, wenn wir in der reinhauen, das ist natürlich nicht so clever. Okay, warum? Ja,
Box, gut. Ja, dann haben wir hier wieder unsere Prinzipien, da ein Schuh, da ein Ski oder Grappling. Vorhin haben wir auch drüber geredet. Cotonio. Okay, gut. Okay, also clever ist für ihn, da will ich nicht bleiben. Hier rüber zu gehen, macht auch keinen Sinn, weil dann hilft er mir. Okay, ja. Oder aber, wenn er wirklich darüber geht, dann kriegt er von mir den Lappen. No? Also, ja. Geishi macht Sinn, dass er von hinten rumkommt oder von der Seite und hier, das ist ein Kicho. Ja, macht Sinn. No? Und jetzt kann er hier die Hand auch leichter rausschrauben. Machen wir uns kein Ding draus, der hat Power. Nur weil ich ihn hier habe, no, bin ich nicht der Held. Ja, und wenn so einer greift oder boxt, das ist das, was wir tun. Da könnte wieder was auch immer passieren. Jetzt reiß ich hier nur kurz. Der Typ reagiert natürlich. Entweder kommt nach vorne und will mich umwerfen, oder er will nach hinten. Ja, wie? Merkst du das? Dieser kurze Moment. Ja, mach dein Ding. Dann kannst du es ansetzen. Und das ist jetzt euer Job. Ihr zwei. Und ich gehe dezent aus dem Bild. Ja. Sehr gut. Wechseln. Super. Wow. Okay, jetzt seid ihr dran.